Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen und auch 2022 wollen wir die letzten 12 Monate ein bisschen Revue passieren lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen auf diesen Satz gefreut. Ich sage ihn mittlerweile, glaube ich, zum 6. Mal. Also seit 2015 habe ich jedes Jahr so einen Silvester-Talk gemacht, mit der Ausnahme von 2017. Und jedes Jahr freue ich mich drauf, am Ende des Jahres noch mal ein bisschen mit euch zu quatschen über das, was so passiert ist, auf YouTube, in der Welt, auch ein bisschen privat. Um das schon mal direkt vorwegzunehmen, das wird diesmal vielleicht ein bisschen beschränkt. Wir gucken uns das mal an. Ich habe kurz überlegt, ob ich den Silvester Talk dieses Jahr überhaupt machen möchte, weil der Kanal ja noch ein bisschen gewachsen ist und so weiter. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und falls ich heute etwas komisch aussehe, ich war vorhin frisch beim Friseur und vielleicht kennt ihr das, wenn man frisch beim Friseur war, dann wollen die Haare noch nicht so, wie sie normalerweise aussehen. Deswegen sieht es ein bisschen platt aus. Das ist jetzt aus dem Weg geräumt. Eigentlich ist total egal, wie meine Haare aussehen, denn wie die letzten Jahre auch, ist das hier als eine Art Podcast gedacht, ne? Also ich werde hier nicht schneiden, es sei denn irgendwie, es fängt an zu brennen oder so und ich muss hier raus. Ich werde hier ein bisschen Musik drunter legen und das war's. Ein bisschen quatschen einfach. Ich habe mein Handy aufgeladen, ich habe mir Zeit genommen. Wir haben jetzt kurz nach 10 Uhr abends am 22.12. und wir quatschen ein bisschen, ne? Ganz entspannt, ganz gediegen. Und ich habe mir auch als kleine Vorbereitung den Silvester-Talk vom letzten Jahr angeguckt und da hat mich natürlich vor allem interessiert, was meine Vorhersagen waren für 2022. Und ich habe den mal so in 4 Stichpunkten zusammengefasst. Zunächst einmal, wir müssen über das Thema auch heute sprechen. Also falls ihr zum Beispiel nicht wollt, nichts über Corona hören wollt oder über den russischen Krieg oder über sonst irgendwas, dann sorry, ich werde auch über diese Themen sprechen müssen, denn sie begleiten nun mal das Jahr. Auch wenn ich, um das schon mal vorwegzunehmen, am Ende des Videos ein sehr, sehr positives 2022 Fazit ziehen werde. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber wir müssen halt auch über die schwierigen Themen sprechen. Das habe ich über dieses Jahr ein bisschen aus den Streams, aus den Videos sowieso rausgehalten. Und das ist jetzt so ein bisschen der Ort dafür, ne? Also, falls ihr das nicht mögt oder das irgendwie euch belastet oder so, dann guckt es vielleicht lieber nicht oder so. Ich kann es halt nicht. Wisst ihr, ich habe letztes Jahr schon erzählt, ich würde ja normalerweise einen Themenblock machen, wo ich dann nur über dies oder das rede. Na, dann könnt ihr es halt skippen. Aber weil sich diese ganzen Themen halt durch das gesamte Jahr ziehen, geht das halt nicht. Sonst müsste ich immer zwischendurch Sachen rausschneiden. Das ist halt irgendwie Quatsch. Also, wie komme ich drauf? Naja, mein erster Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war kein Pandemieoptimismus. Ich war der Meinung, dass wir Ende 2022 leider nicht am Ende der Pandemie sein werden. Und tatsächlich habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass wir eine Impfpflicht bekommen. Das ist natürlich nicht passiert. Optimistisch sieht die Lage aktuell natürlich trotzdem nicht aus. Jetzt wieder zur Weihnachtszeit ist klar, die Zahlen steigen. Ich habe so das Gefühl, es juckt irgendwie keinen mehr. Na, also nach und nach fallen die Beschränkungen und so weiter und so fort. Und in manchen Bereichen ist das ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Aber ich habe das Gefühl, es juckt sich einfach keiner mehr für Corona. Und ich habe auch gedacht, ja, mal gucken, wann ich es kriege. Und dazu später mehr. Irgendwie, weiß ich nicht, die Situation ist in diesem, naja, wenn man so will, dritten Jahr irgendwie seltsam, oder? Wie nehmt ihr das wahr? Schreibt mir gerne auch mal generell dann am Ende eure ganzen Meinungen zu diesem Jahr in die Kommentare. Ich bin da echt gespannt. Oder ihr guckt einfach zu, hört einfach zu. Geht ja natürlich auch, ne? Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, es kann ja alles passieren. Das ist ein direktes Zitat. Es kann ja alles passieren. Ja, dieses Jahr war turbulent. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Das stimmt auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch ein Zitat aufgeschrieben. Es heißt: Ich hoffe, dass wir 2022 an Silvester sagen können: Ey, dieses Jahr gab es coole Videos, coole Streams. Privat ging auch einiges ab. Vielleicht das BBU-Treffen? Das wäre doch mal schön im Sommer, wenn die Inzidenz nur bei 400 liegt und nicht bei 1000. Das war ein Zitat. Und um das schon mal wegzunehmen: Das BBU-Treffen gab es. Und Real Talk, die Inzidenz lag bei 400 bundesweit. Also ja, vielleicht sollte ich doch irgendwie mal ein WM-Orakel machen oder so. Naja, das soweit zu meinem Ausblick auf 2022 von vor einem Jahr. Und jetzt starten wir mal rein. Ich habe mir das hier übers Jahr hinweg immer Notizen gemacht. Ich habe nicht zu jedem Monat gleich viel, ja? Bei manchen Monaten steht ein bisschen mehr. Und wir gehen einfach mal durch. Wie gesagt, durch alle möglichen Sachen. Der Januar. Der Januar begann. Und ich habe erstmal die zweite Runde von meiner Allergietherapie gemacht. Manche wissen das vielleicht. Ich habe 2020, glaube ich, war das,
zum ersten Mal, 2021 muss es ja gewesen sein, habe ich angefangen mit meiner Allergietherapie. Ich bin nämlich allergisch gegen Gräser und ein bisschen Roggen. Und da kann man jedes Jahr eine Therapie machen, da kriegt man ein paar Spritzen und dann soll das hoffentlich dabei helfen, dass man so ein bisschen immun wird. Also, naja, so optimistisch formuliert. Und da war dieses Jahr eben Runde 2 dran. Das lief ganz gut. Ich hatte sehr lange Wartezeiten bei meiner Arztpraxis und ich freue mich schon, dann im Januar, Februar das wieder zu machen, zum hoffentlich letzten Mal. Unglaublich lange Wartezeiten. Die Arztpraxensituation ist ja nicht erst jetzt seit diesem Herbst wieder vollkommen wahnsinnig geworden, selbst bei so Dingen wie Hautärzten. Das ist kompletter Wahnsinn. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Jahr zum Beispiel keinen Hausarzt brauchte oder irgendwie eine Operation oder so, weil Bruder, das ist absolut unangenehm. Im Januar habe ich außerdem noch mitten an meiner Bachelorarbeit geschrieben. Ja, das ist ein Trigger-Thema. Also, ich kann das schon mal wegnehmen, die habe ich Mitte Februar abgeben müssen, am 15. Februar. Ich mag die nicht. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen, warum, weil es mich halt, also honestly, ich musste vor ein paar Wochen nochmal da reingucken und irgendwie meine zentrale These da rausholen. Ich hasse sie. Ich hasse diese Arbeit. Und ich bin mir so sicher, dass sie eigentlich gar nicht so schrecklich ist. Es ist eine 2,8 gewesen am Ende. Ne? Das ist jetzt nichts Berauschendes, aber jetzt auch nicht, wo man denkt, oh Gott, mein Leben. Außerdem ist die Bachelorarbeitsnote für mich, klingt ein bisschen komisch, aber war erstmal egal. Hauptsache bestehen. Ich hasse diese Arbeit. Ich finde die so unglaublich schlecht. Das läuft wirklich, also ich lese lieber eine Hausarbeit, die ich geschrieben habe, wo ich eine 4,0 bekommen habe. Die lese ich lieber als die Bachelor. Ich finde die so schlecht. Das ist unfassbar. Also ja, das war so ein Thema. Und es hat einen halt über Monate begleitet, wisst ihr. Halt, es ging ja im letzten Jahr dann auch schon los. Und im Januar war ich dann halt noch voll drin. Ich musste so eine spezielle Deadline einhalten für eine uni-interne Geschichte. Am Ende hätte sich herausgestellt, es war gar nicht nötig, das so zu hetzen dann. Aber ich bin ja auch doof, ne? Ich prokrastiniere, also ich schiebe die Arbeit gerne auf. Und ich hätte auch viel, viel früher schon an der Bachelorarbeit arbeiten können und die dann irgendwie, ja, vorbereiten können oder was auch immer. Ne? Ich habe mir jetzt für den Januar noch aufgeschrieben, dass das BVT noch lief. Da habe ich aber Fragezeichen hintergesetzt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. BVT, wenn das dieses Jahr überhaupt noch war, also Bennys Ballandor Video Essay Turnier, ich glaube, so hieß das, da habe ich... Habe ich da gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das Thema lasse ich lieber, weil ich weiß nicht mehr, ob das dieses Jahr war. Das war eine coole Sache. Ich hatte mit meinen Videos war ich nie so ganz zufrieden, rein so von technischer Natur. Aber es war cool. Das war ja noch bevor Bennys Kanal in die Luft gegangen ist. Deswegen, ja, da gab es noch Ideen. Oh, macht man davon eine zweite Season? Daraus ist natürlich nichts geworden. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich habe zum Teil im Januar 5-mal die Woche gestreamt. Also ich bin nochmal den Streamplan, den wir intern haben, durchgegangen. Alter, ich habe so viel gestreamt im Januar, das war unfassbar. Halt noch auf Twitch damals, ne? Im August bin ich, glaube ich, auf YouTube gewechselt. Und dazu später mehr, Spoiler. Da habe ich echt durchgezogen im Vergleich zu dem, was jetzt am Ende des Jahres war. Puh, da geht ja gar nichts aktuell. Na krass. Also Januar plänkelte so ein bisschen hin und her. Ich habe halt nur meine Bachelorarbeit geschrieben die ganze Zeit. Da habe ich ein bisschen was gezockt, ein bisschen... Habe ich da YouTube-Videos gemacht? Halt auch nicht aktiv, ne? Also es war so dahingedümpelt. Und irgendwie dachte ich mir, boah, es nervt. Und ich habe mich einerseits gefreut auf die Abgabe, andererseits dachte ich mir, oh, boah, ey, es ist ein absoluter Krampf, ne? Aber so ist es. Im Februar haben Marvin, Benny, Homie und ich angefangen, Star Wars zu gucken mit Benny. Weil Benny hat davor noch nie Star Wars gesehen. Wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Dann haben wir uns zusammengesetzt abends und haben dann immer einen Film geguckt. Und das haben wir über ein paar Wochen gestretched. Wir haben auch tatsächlich alle Filme durchgeschaut. Es war ganz interessant. Wir konnten, also Benny hat wie gesagt die Filme noch nie gesehen gehabt und wir anderen drei, wir konnten uns halt auch nicht verkneifen, so ein paar Kommentare abzugeben zu dem Schwachsinn, der sich da Episode 9 nennt. Und dann trotzdem zu sehen, dass Benny, obwohl er schon von uns gehört hatte, wie schlecht dieser Film ist, völlig schockiert war über diese Minderwertigkeit. Das war schon sehr bezeichnend, wenn selbst, ja, man kann ja sagen, oh, die ganzen Nerds, die regen sich über Sachen auf, die gar nicht so, nee, auch so ein Casual Ballandor, der locker nicht mal mehr weiß, wie Luke mit Nachnamen heißt, fand das einfach Bums, ne? Also der Film ist absolut einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Unfassbar. Am 9. Februar fand die beste Direct jemals statt.
ich muss das in Anführungszeichen setzen, weil die Direct selbst war geil. Da waren so coole Ankündigungen, das war so ein Hype. Aber praktisch alles, was da drin war, war später eine Enttäuschung. Also tatsächlich, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, in der Direct wurde auch Xenoblade 3 angekündigt. Das klammern wir jetzt hier mal aus, ne? Aber Switch Sports fand ich war enttäuschend. Mario Strikers Battle League Football fand ich war enttäuschend. Der Mario Kart 8 DLC, zumindest die erste Welle, auch eine schwierige Angelegenheit. Also es war so, man hat sich so gefreut über die Ankündigung. Dann kamen die Sachen raus, man dachte sich, warum ist kein Golf-Modus in diesem Spiel? Warum wird der nachgepatcht und dann noch verschoben? Digga, es ist Golf. Na gut, war ein bisschen strange. Am 15. war, wie gesagt, die Abgabe meiner Bachelorarbeit. Ab da war das durch. 6 Wochen Korrekturfrist, denn im April ging dann ja mein Mastersemester los. Ne? Und dann habe ich mir noch Punkte aufgeschrieben. Zum einen mal, ich habe es vorhin angesprochen, am 24.02. ging der Krieg in der Ukraine los. Eigentlich muss man sagen, der Krieg gegen die Ukraine. Ich finde es treffender. Und ich weiß halt noch, dass ich über die Wochen davor mir so dachte, nee, komm, das wird schon nicht passieren. Ne? Das machen die jetzt nicht. Die drucksen da so ein bisschen rum, wollen so ein bisschen flexen mit ihrem Militär und so. Und ich weiß noch, ich war irgendwie nachts im Call mit Yannick. Ich glaube, wir haben noch Game of Thrones geguckt. Und da habe ich auf dem Handy, so gegen 4 Uhr oder so, habe ich eine Push-Nachricht bekommen von Spiegel. Irgendwie russische Truppen überqueren ukrainische Grenze. 4 Uhr nachts. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, das muss eine Fehlmeldung sein. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt gerade nicht wirklich passieren. Doch, ist passiert. Mittlerweile, wenn das Video hier online ist, geht der Krieg über 10 Monate. Und mittlerweile, das muss ich schockierenderweise feststellen, habe ich mich dran gewöhnt. Also nicht in dem Sinne, dass ich denke, Krieg juckt mich nicht, aber in dem Sinne von, wenn zum Beispiel eine Nachricht kommt wie Luftalarm in Kiew. Ja, logisch, ist ja ein Krieg, ne? Also das ist dieser, ich weiß nicht, dieser in den ersten 2 Nächten, die erste Nacht habe ich praktisch durchgemacht, weil ich denke, die ganze Nacht hing ich auf Twitter und habe mir Videos angeguckt und Tweets, da war auch super viel Fake-Kram dabei. Mein Lieblingsbeispiel ist so ein Video von einem, das sollte so einen richtig krassen Fighter, Kampfjet-Piloten zeigen, der so einer Flak irgendwie ausweicht und alle so, oh mein Gott, der russische Pilot, der ist voll krass. Das war Gameplay aus dem Videospiel Arma 3, was halt realistisch aussah. Und dann haben Leute gedacht, das wäre aus dem Krieg. Also Zeug, ne? Oder Videos von Explosionen, die gar nicht aus der Ukraine waren, sondern aus China von vor 10 Jahren oder irgendwas. Unglaublich viel Fake und das hat mich wirklich beschäftigt damals. Tatsächlich ist das habe ich mir jetzt nirgendwo aufgeschrieben, also weiß ich nicht genau, wann das war, aber tatsächlich ist hier zwischenzeitlich auch in meinem Haus eine ukrainische Familie eingezogen, gegenüber von mir, den ich dann auch mal geholfen habe, weil die kamen hier wohl an und sollten da in die Wohnung und der Schlüssel, ich weiß nicht genau, die konnten halt kein Deutsch, nur so gebrochenes Englisch, das war eine Familie, ich glaube, die hatten 3 kleine Kinder, ich würde schätzen so 3-4 Jahre alt und dann noch eine Tochter, so 10, 11 ungefähr und dann halt 2 Erwachsene. Die waren komplett überfordert, ne? Und die hatten sich ausgesperrt und dann musste der Schlüsseldienst kommen und eieiei. Ich halte mich mit Prognosen zu diesem Krieg natürlich zurück, weil das kann sich entwickeln, wie auch immer. Man kann halt nur hoffen, dass da irgendwie mal Vernunft einkehrt in Russland und dass das beendet wird. Anders geht's ja nicht, ne? Ich sehe jetzt nicht, dass die sich in nächster Zeit mal zusammensetzen und einen Kaffee trinken und einen Vertrag unterschreiben. Aber ja, das ist halt extrem krass irgendwie. Und ja, man kann nur hoffen, dass es bald endet. Ne? Und ich hoffe, dass ihr da nicht von betroffen seid oder so. Falls doch, alles Gute. Und was mir nur da aufgefallen ist, was ich wirklich schön fand, auf der einen Seite war die Solidarität mit der Ukraine. Die fand ich sehr schön. Ich fand aber auch die Einwände berechtigt, die gesagt haben, irgendwie ist das gerade auch falsch. 2015 hat man sich gegenüber Flüchtlingen ganz anders verhalten. In der Politik, in der Zivilbevölkerung gab es ja auch damals große Anteilnahme und so weiter. Das ist ja, Flüchtlingskrise wurde gemanagt hauptsächlich durch Freiwilligenarbeit und nicht durch die Bundesregierung oder durch die überförderten Behörden. Und das ist dieses Mal auch wieder so gewesen. Aber dieses Mal war das schon anders. Ob es daran lag, dass die Leute aus Europa kamen, dass sie vielleicht
keine Ahnung, nicht vermeintlich Muslime sind oder ob da wirklich auch Rassismus reingespielt hat. Das würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so. Aber gut, lassen wir das Thema mal beiseite. Es muss angesprochen werden. Ist so. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Finanzkrise 2022. Und damit meine ich nicht die globale. Damit meine ich meine private. 2021 ereignete sich ein Ereignis, deswegen heißt das so, das ich als Finanzkrise bezeichnet habe. Denn eines Tages war plötzlich kein BAföG mehr auf meinem Konto. Ich bekomme BAföG, seit ich studiere, also seit 4 Jahren, Hilfe. Und das hat sich auch über die Zeit immer mal so ein bisschen gewandelt, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. So, ist ein merkwürdiges System. Und da war es letztes Jahr so gewesen, dass ich plötzlich kein BAföG mehr bekam. Ich dachte mir, was zur Hölle, es war dann eben sozusagen zum März, glaube ich, war das ausgelaufen. Ich dachte mir, was geht hier vor sich? Und dann stellte sich raus, dass ein Dokument fehlt, das könnt ihr theoretisch im letzten Silvester-Talk nachhören. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich natürlich dieses Jahr wieder einen neuen Antrag stellen musste, einen Folgeantrag, dachte ich mir, haha, denkst du dir, denn auf einmal war das Geld nicht mehr da. Die hatten mir nämlich im Februar kam das letzte Mal Geld, obwohl mein Zeitraum noch bis April lief oder bis Ende März, genauer gesagt, ne? Und plötzlich war das Geld aber nicht da. Das stellst du halt doch erst dann fest. Ich habe halt nicht direkt aufs Konto geguckt, weil ich halt davon ausgegangen bin, dass es da ist. Und dann halt erstmal auf Fehlersuche zu gehen und herauszufinden, warum das Geld nicht da ist. Nur um dann herauszufinden, dass es... Also, ich habe im Januar meine Dokumente abgegeben für meinen Antrag. Stellte sich halt heraus am Ende, ja, weil ich ja zum April in den Master gehe und wechsle, beginnt ein neuer Förderzeitraum. Das heißt, die Dokumente, die ich im Januar abgegeben hatte von meinem Bachelor, gingen halt nicht mehr, die waren nicht mehr gültig. Das hat mir nur niemand gesagt, weil der Dude am Telefon meinte zu mir wortwörtlich, ich bin keine Maschine, ich arbeite chronologisch. Also die kriegen halt viele Anträge und die arbeiten chronologisch. Okay, ja, ja. Und weil du chronologisch arbeitest, du Vogelmann, habe ich ja die Sachen im Januar geschickt. Weil ich dachte, dann sind die vielleicht zum April, ne, so. Nö. Ich habe dann letztendlich, wann habe ich das Geld bekommen? Das nächste Mal? War es dann Ende Mai sogar? Es war ultra spät. Also ich habe dann wirklich über ein paar Monate mich noch bei meinen Eltern melden müssen und sagen müssen, so, yo, könnt ihr mir nochmal Geld überweisen? Und das haben die dann noch zurückbekommen, als dann die BAföG-Nachzahlung kam. Also ich habe dadurch zum Glück nichts verloren. Aber es war unglaublich nervig. Du rufst da an und dann wartest du die ganze Zeit und dann denkst du, okay, jetzt haben wir Ende März. Jetzt kommt bestimmt Geld, oder? Nö, kommt kein Geld. Ja, GG, vielen Dank. Das war deutsche Behörden manchmal wirklich, also ja, die haben viel zu tun, ich verstehe das auch und ich bin auch nicht der Einzige. Und da dann anzurufen und zu nerven, hilft natürlich eigentlich auch nicht. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass denen nicht ganz klar ist, mit was für Summen die es zu tun haben und was das für eine Bedeutung hat für die Leute, die das Geld bekommen. Ist wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, wenn das Hartz IV nicht kommt oder so, wahrscheinlich genauso. Ich meine jetzt einfach allgemein, ne, dass das, glaube ich, manchmal so ein bisschen vom Selbstverständnis in den Behörden nicht so ganz angekommen ist. Naja. Im Februar haben wir auch angefangen, Luigi's Mansion auf dem 3DS zu streamen. Dieses Remake, das Spiel fand ich, naja. Und ich wollte es hier nur erwähnt haben, dass ich es nicht so gerne mochte. Im März feierten wir den 5. Geburtstag der Nintendo Switch, ist das zu glauben, mit einem Geburtstagsstream, mit einem kleinen Mix. Nachdem ich im März dann auch meine Mario Kart 8 Streckentierlist veröffentlicht hatte und die nicht gut ankam, also von den Views und so, war ich in so einer gewissen Down-Phase. Ich hatte dann eine Zeit lang keine Videos gemacht, ich war so ein bisschen motivationslos und das war irgendwie so ein Phänomen, was immer mal wieder im Jahr aufgetreten ist. Im März erschien außerdem der Trailer oder der Teaser-Trailer zur Obi-Wan Kenobi-Serie. Ich war unglaublich gehypt, die Serie war unglaublich scheiße. Mehr sage ich dazu an der Stelle nicht. Im März ist nämlich noch was anderes Interessantes passiert, nämlich praktisch zeitgleich mit der Booster-Streckenpasswelle Nummer 1 explodierte Bennys Kanal, also Ballando, ne? Und das erwähne ich deswegen, weil das mich auch betroffen hat insofern, als dass ich natürlich nicht nur mit Benny Kontakt habe, sondern wir uns die Communities teilen. Und das kriegt man ja mit. Und ich fand das sehr krass. Ich finde es auch aktuell sehr krass, wie er durchzieht mit seinem ganzen Kram. Ich bin da nicht diszipliniert genug. Gut, bei ihm hängt auch ein bisschen mehr finanziell dran, muss man auch sagen. Aber ich gönne ihm das auf jeden Fall. Er hat halt schon seit so vielen Jahren YouTube gemacht und dann halt einfach... Klar, vielleicht war auch ein bisschen Glück dabei, in dem richtigen Moment, zum richtigen Dings, das richtige Video und so. Klar, ist immer auf YouTube so, ja. Aber ich gönne es ihm auf jeden Fall absolut von ganzem Herzen. Weil ich finde auch, dass er damit gut umgeht, ne? Also,
jetzt nicht abgehoben. Wir machen so mal so Jokes, ne? Oh, er ist fame und reich und so, und er schreibt mit Nintendo, was ja auch alles stimmt. Also ihr müsst wissen, er schreibt mit Nintendo jeden Tag. Aber das ändert ja seinen Charakter nicht, ne? Im März habe ich außerdem abgeschlossen, Game of Thrones zu schauen mit Yannick. Eine super Serie, die letzten 2,5 Staffeln, sind wir mal freundlich, stark nachlässt und die ich ähnlich, das Ende finde ich ähnlich super wie Episode 9. Es ist so auf demselben Bullshit-Level, finde ich. Nur bei Star Wars stört es mich mehr, weil ich damit eine emotionalere Verbindung habe. Aber es ist eine tolle Serie. Und ich habe dann auch angefangen, die Bücher zu lesen. Ich habe dieses Jahr immerhin 2 davon gelesen, die ersten 2. Im März haben wir außerdem angefangen, Zelda Twilight Princess HD zu streamen. Ich bin vollkommen irritiert gewesen, als ich das im Livestream-Plan gesehen habe, weil gefühlt war das viel, viel später. Marvin hat mir das Spiel zugeschickt. Ich habe es immer noch hier. Lul. Da nochmal vielen Dank. Fantastisches Spiel. Ich liebe Twilight Princess. Das ist mein Lieblings-Zelda. Ich bin ein absoluter Fan. Wenn Nintendo das nächstes Jahr doch noch auf die Switch bringt, was ich nicht glaube, weil das macht keinen Sinn, kauft es euch bitte. Es ist super. Im März hatte ich außerdem Besuch. Yannick war da. Vom 27. bis zum 30. März war er hier. Das war ja noch in meinen Semesterferien. Wir haben ein bisschen gechillt, wir haben ein bisschen was gezockt, wir sind ein bisschen durch Bielefeld gelatscht. Ne? Wir haben, glaube ich, auch Essen bestellt, glaube ich. Haben so ein Spielabend gemacht, noch mit 2 Freunden und so. War sehr cool. Damit ist Yannick offiziell auch dann die erste Person aus dem Internet gewesen, die ich jemals getroffen habe, nämlich letztes Jahr hier im Oktober und auch direkt 2-mal und dann dieses Jahr ja sogar nochmal. Es ist eigentlich auch ein bisschen verrückt, wenn man überlegt, wie viele Jahre man Leute kennt. Man trifft niemanden und dann trifft man dieselbe Person innerhalb von einem Dreivierteljahr gleich 3-mal. Also das ist schon gar nicht schlecht. Dann kommen wir, ihr müsst wissen, das war die Lull-Phase jetzt. Ne? Nach 15. Februar Bachelorarbeit abgegeben, Lull-Phase 1,5 Monate, jetzt kommen wir zum April. Und da startete das Sommersemester. Das Sommersemester war auf zweierlei Sicht denn besonders. Punkt 1, es war mein erstes Mastersemester. Oha, krank. Hat sich was geändert im Vergleich zum Bachelor? Nö. Aber was sich geändert hat, war, es war für mich nach über 2 Jahren das erste Mal wieder Präsenz in der Uni. Und ich habe das die letzten Jahre in den Silvester-Talks immer so durchscheinen lassen. Ich glaube, gerade 2020 habe ich das relativ deutlich gemacht. Ich habe das vermisst auf eine Weise, die ich nicht in Worte fassen kann. Mir war klar, dass ich das vermisse. Mir war klar, dass ich das brauche, dass ich wieder Präsenz möchte. Und dass ich nicht nur nach diesen 2 Jahren Corona-Quatsch und Online-Zoom und der ganze Dreck, der damit zusammenhängt, auch nach diesem Semester, wo ich halt nur rumsaß und diese Bachelorarbeit geschrieben habe, ich wusste, dass mir das gut tun würde, aber holy shit, hat mir das Präsenzsemester gut getan. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich kann es mir selber nicht ausmalen, wie verrückt gut das war. Das war wirklich, aus meiner Sicht, das beste Semester bisher. Also wirklich das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, was mir am besten gefallen hat. Es war gutes Wetter, ja, ganz nette Kurse, aber das Allerbeste war halt wirklich, endlich wieder das Studentenleben haben, was man das letzte Mal im März 2020 gehabt hatte. Und wieder in der Uni sein, in den Räumen, in den Vorlesungen, mit den Freunden, sich nach dem Kurs, also es sind so banale Dinge, sich nach dem Kurs zusammen in die Mensa setzen und Mittagessen, ist etwas, was online nicht geht. Das ist so banal. Dieses, gehst du gleich noch in die Mensa? Jo. 2 Jahre lang konnte ich das nicht sagen. Weil die Mensa zwischendurch auch einfach zu war. So, ihr müsst euch, also das klingt vielleicht so abstrus, aber es war wirklich einfach, es war, ich will es jetzt auch nicht zu übertrieben darstellen, aber es war für mich wie so ein neues Lebensgefühl. Ich dachte, Alter, und jetzt will ich auch nicht Bullshit erzählen, es ist jetzt nicht so, dass dieses Semester so ultra geil und alles war super. Nein, ich hatte auch Kurse, die waren so scheiße, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Unglaublich, kann er nicht so sehr ins Detail gehen, aber es ist, boah, man, da ist ja auch Kurse, ey, wo ich dachte, Bruder, das ist so grottig furchtbar, aber insgesamt war das beste Semester bisher. Echt. Ich hab's absolut genossen. Und ich wusste, als die Vorlesungszeit endete, Mitte Juli, wusste ich, ab jetzt geht's bergab. Aber diese Zeit, April, Mai, Juni, Juli, Choc Güzel, ja, Choc Güzel,
beste Zeit dieses Jahr, hat für mich dieses Jahr unendlich hoch aufgewertet, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, das Jahr war für mich persönlich weltmäßig grässlich, für mich persönlich super. Und diese 4 Monate, 3,5, whatever, sind ein massiver Teil davon. Ich kann das gar nicht, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie krass das für mich war. Wirklich, also echt. Und nebenbei erschien Lego Star Wars die Skywalker Saga, was ich damals als mein Spiel des Jahres bezeichnet habe. Und das würde ich auch weiterhin so sagen. Weil das ist das Spiel, worauf ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Auf jeden Fall. Es ist das Spiel, was ich dieses Jahr nicht am meisten gespielt habe. Das war wahrscheinlich immer noch. War das noch Mario Kart dieses Jahr? Keine Ahnung. Aber ich habe es viel gespielt. Ich habe es nicht zu 100%. Ich werde das noch irgendwie durchspielen irgendwann, wenn ich mal ganz viel Bock habe. Ich finde es am Ende leider noch nicht ganz so geil wie anfangs gedacht. Aber trotzdem top. Ne? Und das lief dann halt so parallel zu dem Semester. Ne? Endlich wieder Studentenleben, in die Uni gehen, dort Sachen machen, eine gewisse Trennung haben zwischen Studium und Privatleben. Das kann man nie trennen, das ist wie bei Schule. Ne? Ihr könnt auch Schule und Privates nicht trennen, ihr habt Hausaufgaben. Bei Uni ist es ähnlich, ihr müsst lernen, ihr müsst Sachen vorbereiten, Texte lesen und so weiter. Aber zum Beispiel die Möglichkeit zu haben, in der Uni Aufgaben zu machen, die man dann zu Hause nicht machen muss. In der Freistunde zum Beispiel. Einen Kaffee trinken zu gehen. Alter, ich habe nie Kaffee getrunken. Glaubt ihr, ich habe Kaffee getrunken vor dem Semester? Nein. Also echt. Fantastisch. Fantastisch. Wirklich. Und Gruß geht raus an alle meine Uni-Freunde, die natürlich dazu beigetragen haben, dass das fantastisch war. Das an der Stelle. Im Mai hatte ich Geburtstag. Am 7. Mai. Da waren mein bester Kumpel Aaron, den ihr vielleicht noch kennt aus alten Videos, und meine Eltern waren da. Ich weiß gar nicht mehr, was da. Ich glaube, meine Eltern waren vormittags da und Aaron dann nachmittags und er war noch eine Weile da. Ich glaube, haben wir Ramen gemacht? Waren wir in diesem Asia-Shop? Ich glaube, das war dieses Jahr. Habe ich dieses Jahr dann diese Mikrowelle geschenkt bekommen? Diese Mikrowellen-Herd-Kombi-Geschichte? Ein geiles Gerät. Das ist eine Mikrowelle und ein Herd in einem. Richtig geil. Kannst du alles mitmachen und braucht halt nicht doppelt Platz. Ne? War klasse. Ich habe außerdem angefangen, Italienisch zu lernen. Und da fällt mir gerade ein, oh Gott, das Video, ich muss ein bisschen aufpassen. In einer Stunde spätestens muss ich meine heutige Lektion lernen, weil sonst reißt meine Streak ab. Italienisch ist super. Ich habe es ein bisschen schleifen lassen. Am Anfang war ich mega da drin, da habe ich voll viel Fortschritt gemacht. Mittlerweile ist es ein bisschen abgeflacht. Aber es ist eine coole Sprache. Ne? Und mein Ziel ist es, da auf ein Niveau zu kommen, wo ich mich zum Beispiel in Italien gut verständigen könnte. Oder zumindest mal, es wäre cool, die Texte lesen zu können. Oder Star Wars auf Italienisch gucken zu können. Wäre, glaube ich, relativ low effort, weil ich weiß ja zumindest, was die Story ist. Ne? Aber das ist ziemlich, ziemlich cool mit Duolingo. Im Mai kam auch Doctor Strange raus, der Film. Ja, ganz nett. Und es war die Star Wars Celebration und da ging es natürlich komplett ab. Da waren ganz wilde Sachen. Verschiedenste Trailer, die wir dann auch nie gesehen haben. Es gab ja dann geleakte Trailer von Mandalorian und so weiter und so fort. Und natürlich startete auch in dieser Woche die Obi-Wan Kenobi-Serie, wo die ersten 2 Folgen noch echt ganz cool waren. Und wirklich, aber ich habe schon gesagt, das ist meiner Meinung nach die schlechteste Star Wars-Serie. Und das ist für mich nicht mal irgendwie eine Competition, das ist wirklich absoluter Müll. Und da kann mich nicht mal die Perfektion, die Ewan McGregor heißt, oder Hayden Christensen, die können mich da nicht. Also es ist wirklich eine absolute Katastrophenserie. Es tut mir leid. Ich würde sie mögen. Wirklich, das glaubt ihr gar nicht. Ich würde sie mögen. Grässlich. Grässlich. Ich bin so froh, dass Andor so viel besser war. Na gut. Im Mai habe ich außerdem angefangen, Ghost of Tsushima zu spielen auf der PlayStation. Hervorragendes Spiel, kann ich ganz ehrlich sagen. Habe ich dieses Jahr auch abgeschlossen. Und war einfach dieses Jahr eins der Spiele. Ich habe dieses Jahr halt wenig Spiele gespielt, die neu rauskamen. Eigentlich, abgesehen, also was auf der PlayStation war, habe ich nichts Neues gespielt, oder? Ich glaube nicht. Bei Nintendo habe ich ein paar Spiele gekauft. Dazu gleich. Aber das Spiel ist super. Also Ghost of Tsushima, falls das mal irgendwann auf dem PC kommt, oder ist das schon auf dem PC, spielt das mal super. Fantastisch. Dann im Juni ging es ab. Im Juni startete das 9-Euro-Ticket. Wisst ihr noch, wie das war? Fantastisch, oder? Ganz ehrlich, das 9-Euro-Ticket fand ich klasse. Nicht nur wegen des tollen Preises, sondern vor allem, weil es so einfach war. Es war so easy. Ich musste selber gar nichts machen.
weil plötzlich meine Uni-Karte, die ich immer als Fahrkarte benutze, deutschlandweit gegolten hat. Es war fantastisch. Ich bin gespannt, wie es bei dem 49-Euro-Ticket wird. Schauen wir mal. Aber war klasse. Ich habe es nicht so viel genutzt. Jetzt rückblickend hätte ich gedacht, das hätte man eigentlich mehr nutzen müssen. Ne? Aber ja, die Züge waren zum Teil auch wirklich brutal voll, weil natürlich vieles genutzt haben. Ich fand, das war aber sehr schön. Hat das finanziell vielen Leuten geholfen in der finanziell schwierigen Zeit? I don't know. Es heißt ja ganz oft, dass Leute auch einfach viele Trips gemacht haben, die sie normalerweise gar nicht gemacht hätten. Also vielleicht war es am Ende auch ein Nullsummen-Ding, keine Ahnung. Aber es war mal so von der sozialen Maßnahme für die Mobilität schön. Und hat auch gezeigt, der Bedarf ist da. Bei einem attraktiven Angebot sind die Leute doch durchaus gewillt, den ÖPNV zu nutzen, weil er doch hier auch ein paar Vorteile hat. Auch einige Nachteile, aber auch ein paar Vorteile. Aber zu den Nachteilen kommen wir gleich. Am 10. Juni erschien Mario Strikers Battle League Football, meine Spieleenttäuschung des Jahres. Dieses Spiel ist eine Katastrophe. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Dieses Spiel ist maximal 20 Euro wert, wenn man mir beide Augen zubindet, maximal 25. Es hatte viel zu wenig Content. Das Gameplay war gar nicht schlecht, aber irgendwie fühlte es sich unbalanced an. Und ich habe darüber in meinem Switch-Spiele-Video geredet. Wenn ihr das gucken möchtet, dann guckt da gerne rein. Lol. Meine Spieleenttäuschung des Jahres, Mario Strikers Battle League Football. Unglaublich viel Potenzial verschenkt, meiner Meinung nach. Ist echt insane. Im Juni habe ich aufgeschrieben, ich war ausgebrannt bei YouTube und Twitch. Ich hatte irgendwie einfach keine Motivation mehr. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran das lag. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil parallel lief ja dieses Semester. Und da hatte ich eigentlich, mir ging es wirklich richtig gut. In dem Moment. Ne? Und ich glaube einfach, dass mein Real Life hat mir so gut gefallen, dass ich dem Ganzen noch mehr Aufmerksamkeit gegeben habe. Noch mehr Energie gewidmet habe. Jetzt nicht auf eine krankhafte, übertriebene Weise oder so. Aber einfach so, dass dann einfach, wenn ich nach Hause kam von der Uni, da dachte ich mir, ich setze mich jetzt auf mein Sofa und nicht an meinen Schreibtisch, um ein Video zu drehen oder zu skripten oder sonst whatever. Ne? Ich habe dann mich lieber auf die Couch gesetzt und Ghost of Tsushima und Lego Star Wars gespielt. Und das war für mich gut. Und es ging mir damit gut. Natürlich hatte ich auch ein schlechtes Gewissen wegen des Kanals und Twitch und so weiter. Aber in dem Moment ging es mir wirklich gut, so wie es war. Und ja, so habe ich den Kanal dieses Jahr gehandelt. Das war nicht perfekt und rückblickend hätte ich gedacht, ich hätte auch durchaus ein bisschen mehr auf YouTube machen können. Aber in den Momenten jeweils war es für mich immer die richtige Entscheidung zu sagen, nee, du hast nur so und so viel Energie. Und für mich ist halt YouTube irgendwo eine Freizeitbeschäftigung, ja, aber irgendwo auch nicht. Irgendwo auch nicht. Es ist so komisch, weil es ist schon auch mit Arbeit verbunden, weil ein Video zu schneiden dauert. Und da muss man Mühe investieren. Das dauert lange. Wir können uns jetzt ewig drüber streiten, was die Definition von Arbeit ist. Aber es ist aufwendig, ein Video zu schneiden und dann sich dafür zu motivieren, wenn man eigentlich auf dem Sofa chillen will. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, im Juni war leider auch keine E3. Da hätte man natürlich vielleicht Themen gehabt für Videos. Leider nichts gewesen. Aber was dann war in der Woche, wo die E3 eigentlich gewesen wäre, wenn ich mich nicht komplett irre, war das Campus Festival. Das Campus Festival findet normalerweise jährlich auf dem Campus der Uni Bielefeld statt. Da sind dann mehrere Bühnen aufgebaut, eine ganz große Bühne und ein paar kleinere Bühnen und noch so ein paar, so eine Poetry Slam Bühne und also Kram über den ganzen Campus verteilt, wo dann verschiedene Künstler auftreten. Dieses Jahr waren die Headliner SDP und die Leoniden und noch so ein paar andere. Nächstes Jahr sind es, glaube ich, die Giant Rooks und noch so ein paar Leute. Und ich war bisher noch nie da gewesen. Die letzten zwei Jahre ist es auch nicht stattgefunden gewesen geworden sein, weil Corona und so. Und dieses Jahr war ich aber dann zum ersten Mal da und es war ziemlich cool. Es war sehr warm, es war sehr voll, aber es war auch sehr, sehr cool. Und nächstes Jahr bin ich mir recht sicher, dass ich da wieder bin. Tatsächlich, also ja, das war wirklich sehr nice. Vor allem auch so für so ein soziales Event und einfach mal wieder. Das war halt so ein Ding, das wäre halt nicht möglich gewesen in den Semestern davor. Und es symbolisiert für mich so ein bisschen dieses, was ich meine mit dem neuen Lebensgefühl, dass man wieder einfach Sachen machen kann. Es finden wieder Sachen statt. So. Klar, im Sommer gab es halt auch wieder deutlich weniger Corona-Zahlen, ne? Ist klar, so ein Campus-Festival im Winter wäre auch kacke, wäre kalt, ne? Aber das zählt einfach für mich dazu. Und am 18. Juni habe ich tatsächlich einen Just-Chatting-Stream gemacht, wo wir einfach ein bisschen gequatscht haben. Das habe ich mir deswegen, glaube ich, aufgeschrieben, weil ich dachte, wir machen das vielleicht nochmal irgendwann, weil ich das eigentlich relativ chillig fand. Und sonst habe ich mir für den Juni gar nichts mehr aufgeschrieben, weil ich glaube, dann ging es einfach so weiter. Ich habe halt einfach irgendwie Zeug gemacht, war halt so mehr oder weniger motiviert. Ich glaube, ich habe dann Videos gemacht zu Mario Strikers, relativ irgendwie eins oder zwei, weiß ich gar nicht mehr.
Und dann war es das auch. Und dann kommen wir auch schon in den Juli. Und im Juli habe ich auf YouTube und Twitch eine Streampause gemacht. Die ging am 20.06. sogar schon los. Den gesamten Juli habe ich habe ich eine Pause gemacht. Erst am 30. Juli habe ich wieder gestreamt. Ich glaube Mario Kart. Ja, natürlich. Das habe ich mir einfach genommen, weil der Kanal sowieso so hingedümpelt, daher gedümpelt ist, dass ich dann gesagt habe, komm, nimm dir mal einfach eine Pause im Juli, weil ich glaube, da waren dann auch schon ein paar Sachen an. Genau, und dazu kommen wir nämlich jetzt. Erstmal, im Juli habe ich an einer Exkursion teilgenommen nach Trier. Trier, Stadt in Deutschland, in Rheinland-Pfalz. Ja, in Rheinland-Pfalz. Ganz nett da, Innenstadt ist sehr, sehr schön. Landschaft drumherum auch ganz schön mit den Weinbergen und so. Bloß, wir sind da halt natürlich mit dem 9-Euro-Ticket hingefahren und Bro, das war ein bisschen abenteuerlich. Über Köln und Düsseldorf und also hin und zurück und dann irgendwie hier und da. Und dann waren Zug zu spät und Zug zu voll und blablabla. Und vor allem, ich habe halt gewisse psychische Schäden davon getragen durch meine Zimmerkollegen. Weil die mich ein bisschen frustriert haben, einige von denen. Weil die einfach ziemlich lebensunfähig waren. Wisst ihr, wenn man so... Man möchte irgendwo hin. Zu irgendeiner Sehenswürdigkeit. Ja? Und ich bin dann so ein Dude. Meine Reaktion ist, ich will wissen, wo die Porta Nigra ist, zum Beispiel in Trier. Dann nehme ich mein Handy raus, gehe auf Apple Maps oder was auch immer und tipp ein Porta. Dann wird normalerweise da schon angezeigt, Porta Nigra, weil der hat ja meine Location. Dann tippe ich auf Route und dann geht's los. Dann gibt's Leute, die daraus eine riesen Wissenschaft machen. Oh, wo ist denn das? Oh, wo sind hier Schilder? Oh, oh, oh. Und dann sehen die, dass ich nenne, die hab, weißt du, wo es lang geht? Weißt du, wo es lang geht? Ich so, ja, ich habe eine Karte. Dann geht man voran und dann biegt man ab und dann sagt ihr, bist du sicher, dass es da lang geht? Ich so, Digga, ich habe eine Karte. Bro. Also die Leute waren echt frustrierend, die waren noch zum Teil einfach so lebensunfähig, so irgendwie beim Bett beziehen. Also ich dachte, Digga, was macht ihr denn? Das ist doch nicht so schwer. So, wenn so gleichaltrige Menschen oder zum Teil ältere Menschen, die älter sind als man selbst, sich so verhalten, als wären sie 11. Und selbst mit 11 würden sie komisch auffallen, dann ist halt irgendwas falsch. Ja, also, boah. Da waren so, zum Teil haben die da Sachen. Ich meine, ich kann das jetzt nicht alles wiedergeben, das sind auch private Sachen, aber ich denke mir, boah, Leute. Und ich habe da echt, zwischendurch habe ich gedacht, ich werde hier wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich weiß noch, am Ende, am letzten Tag mussten wir um, ach, lass mich lügen, 12.20 Uhr oder was, mussten wir den Zug nehmen vom Trierer Hauptbahnhof. Und dann waren wir da unterwegs und wir haben uns noch was zu essen besorgt. Und dann war da so ein random Springbrunnen in Sichtweite des Bahnhofsgebäudes. Es hätte Real Talk von diesem Springbrunnen maximal, höchst, also wirklich, wenn man eine Schnecke ist, 5 Minuten gedauert, um darüber zu laufen, maximal. Eher so 3. Und ich glaube, wir sind irgendwie um 11:30 waren wir da in diesem Brunnen. 20 vor, Viertel vor, irgendwie so. Und der eine Typ hat die ganze Zeit Stress geschoben, so, jo, wollen wir nicht langsam losgehen, wollen wir nicht langsam losgehen? Ich so, Digga, warum? Also ja, der Zug und so. Ich so, ja, der Zug kommt in einer Dreiviertelstunde. Was willst du denn jetzt am Bahnhof? Was willst du denn da? Hier ist doch ein nicer Springbrunnen, alle essen noch ihr Essen. So, ist ja auch angenehmer im Sitzen zu essen, statt im Stehen und im Laufen. Und dann hat er übel Stress geschoben. Und dann hat er da ganz herum. Dann habe ich immer mal so gesagt, Alter, entspann dich mal. Aber ich war wirklich... Es hat mich wirklich einfach genervt, so Leute, die so unnötigerweise Stress verbreiten. Es gab keine Gefahr, 0,0%, dass wir diesen Zug verpassen, weil der zum einen mal in Trier losfährt, ja, und zum anderen wir um 11:45, 5 Minuten entfernt vom Bahnhof waren, wo der Zug um 11:20 abfährt. Ich hätte es so gemacht, ich wäre wahrscheinlich so um 11:45 losgegangen. Dann wäre man so gegen 11:50 da gewesen, hätte man Pufferzeit gehabt, falls noch irgendwas schief geht, man verliert irgendwas, was weiß ich, hat man noch 10 Minuten Zeit, kann dann schon mal in den Zug einsteigen, passt easy. Easy. Und der schiebt so Stress, ey. Ich hab nebenbei mit meinen Freunden geschrieben, ich habe geschrieben, ich werde hier bekloppt und ich hatte halt ursprünglich den Plan,
abends noch mit meinen Kumpels dann ins Restaurant zu gehen und dann wollte ich schon ranten. Und dann habe ich halt unterwegs, ist mir irgendwie ein bisschen übel geworden im Zug. Irgendwas Falsches gegessen an dem Tag. Dann muss das flach fallen. Alter, ich habe da echt Schäden von gekriegt. Wenn ich an diese Reise denke, Trier ist sehr, sehr schön. Also Grüße nach Trier. Aber Alter, diese Gruppe, also Teile der Gruppe, da waren auch coole Leute dabei. Wirklich coole Leute dabei, ohne Spaß. Wir hatten einen sehr schönen Abend in einem Restaurant. Aber Alter, manche Menschen, die einfach so unnötig Stress schieben und wenn es gar keine Notwendigkeit gibt, das stresst einen dann selber. Es gibt keinen Grund für Stress, die stressen rum, man ist selbst gestresst. Ja, GG Anderson, wirklich super, Dankeschön. Naja, im Juli war außerdem Prüfungswoche. Wenn ich das hier so lese, weiß ich gar nicht mehr genau, was das bedeuten soll, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich. Habe ich Prüfungen gehabt? Ich hatte eine mündliche Prüfung auf jeden Fall. Aber hatte ich sonst noch irgendwas? Ich habe Prüfungswoche aufgeschrieben. Ich glaube, das ist einfach Quatsch. Dann war ich für ein Wochenende in Göttingen, beziehungsweise Hannover. Ein Kumpel von mir wohnt in Göttingen, der studiert da. Und da waren wir, so eine Art Wohnungseinweihungsparty. Das war sehr, sehr cool. Ich war davor noch nie in Göttingen. Göttingen ist sehr schön. Sehr studentisch, das hat mir sehr gefallen. Und wir haben da irgendwie dann nachts da Bierpong und Flunkyball oder Flunkyball gespielt. Und da waren so Bolivianer, irgendwie so Austauschstudenten, die die ganze Zeit gedanced haben. Und ich bin eigentlich kein Dancer, ne? Aber ich kam so in die Küche, ich glaube, ich wollte mir irgendwas zu trinken holen. Und die meinten so: Yo, do you know Shakira? Ich so: Ja. What's your favorite song? Ich so: Waka Waka. Die so: Yeah, okay, let's play Waka Waka. Und ich sage so: No, no, no. Es gibt eine Version von Waka Waka, Leute, ich sage es euch ganz ehrlich. Für die von euch, die damals die WM 2010 verfolgt haben, es gibt eine Version von Waka Waka, die damals im Fernsehen benutzt wurde. Und die ist ein bisschen poppiger. So mit noch mehr Drums und so. Und das ist, die Version heißt Waka Waka, Klammer auf, This Time for Africa, Klammer zu. Es gibt nämlich auch Waka Waka. Und es gibt auch Waka Waka Radio Version und so Kram. Aber ihr müsst wissen, es ist Waka Waka in Klammern This Time for Africa. Das ist die Version. Die ist super geil. Das ist meine Lieblingsversion. Und dann haben wir da ein bisschen gedanced. Ja, das war klasse. Und ich habe meinen Bierpong-Skill geupgradet, meinen Skillpunkten. Das war super. Im Juli, weiß nicht, startete oder begann, keine Ahnung, das ist das Gleiche. Startete oder endete, lief, keine Ahnung. Die Fußball-EM der Frauen, die habe ich sehr genossen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte es unseren Mädels wirklich gegönnt, das zu gewinnen. Hat leider nicht geklappt, aber ich glaube, die WM dieses Jahr wird sehr, sehr cool. Die WM dieses Jahr war halt. Habe ich nicht mal aufgeschrieben, weil die mich nicht geübt hat. Aber nächstes Jahr wird, glaube ich, cool. Ich weiß, es gibt immer Leute, die so ja, Frauenfußball nicht nur belächeln, sondern da irgendwie, ne? Es war cool. Spielen die auf dem gleichen Niveau wie die Männer? Keine Ahnung, Digga, was weiß ich von Fußball. Es hat einfach Spaß gemacht, hinzuzugucken. Es war eine coole Mannschaft, ist eine coole Mannschaft, die einen coolen Spirit hatten. Und es hat einfach Bock gemacht, weil die auch nicht so, die sind so sympathisch. Ich finde halt unsere Männer wie Mannschaft zum gewissen Teil einfach unsympathisch as fuck. Und die Frauenmannschaft fand ich einfach super. Echt. Ich habe angefangen, einigen von denen auf Instagram zu folgen, weil ich die einfach sympathisch fand. So, die sind einfach coole Leute und ich freue mich nächstes Jahr auf die WM. Die wird auf jeden Fall geguckt. Gar keine Frage. Im August ging es dann weiter. Mit meinen beiden besten Uni-Freunden zusammen habe ich Herr der Ringe geguckt. Ich habe das vorher noch nie so ganz ernsthaft gemacht. Habe das getan. Die Herr der Ringe-Filme, die Hobbits haben wir nicht geguckt. Ja, war auf jeden Fall cool. Ich finde, diese Trilogie hat durchaus auch ihre Momente, wo man sich denkt. Also zumindest in der Extended Version, die wir geguckt haben. Der zweite Film ist halt echt zwischendurch. Also die erste Hälfte des zweiten Films, die zwei Türme, in der Extended Version, also die ersten 2 Stunden von diesem Film sind einfach, oh Gott, es zieht sich alles. Die zweite Disc ist viel, viel geiler. Da ist, glaube ich, auch dann diese Schlacht von. Ist das Helm's Klamm? Helm's Deep? Ich glaube, ne? Ich glaube. Die super, also ich war wirklich massivst beeindruckt von dieser Trilogie. Wenn man überlegt, dass diese Filme 20 Jahre alt sind, dass die damals jedes Jahr so einen Film rausgeknulzt haben und es sieht visuell immer noch so gut aus. Klar, es gibt Momente, da siehst du, die Filme sind 20 Jahre alt und das CGI sieht aus wie Müll, aber insgesamt, boah, sehen die Filme noch gut aus. Die sind so gut gealtert, das ist unfassbar. Unglaublich. Im August
erschien auch die Mario Kart 8 Booster Welle 2. Das war deutlich besser, aber zu meiner Meinung zu den Boosterstrecken, da habe ich ja immer Videos zu gemacht. Ne? Ich wurde deswegen auch wieder aktiv auf YouTube und habe unter anderem ein Video hochgeladen, was viele von euch gesehen haben, nämlich das Lego Star Wars 2 Video. Lego Star Wars 2 DS ist eine Katastrophe. Ich habe damals gewusst, dass es diese Art von Video noch nicht im deutschsprachigen Raum gibt. Ich wusste, dass es solche Videos im englischsprachigen Raum gibt, aber im deutschsprachigen Raum gab es dieses Video noch nicht. Und ich habe gedacht, komm, machen wir es doch mal. Klar, der Titel ist eine Katastrophe, klingt erstmal ein bisschen nach Clickbait, aber sind wir ganz ehrlich, das Spiel ist auf dem DS eine absolute Katastrophe. Also es ist einfach treffend. Das Video hat mir, es war sehr aufwendig zu schneiden, es hat unglaublich lange gedauert, weil ich einfach auch halt erst wieder reinkommen musste. Ich bin dann erst wieder aktiv gewesen, dann muss man erstmal wieder ins Video schnell reinkommen. Das Video kam unglaublich gut an, ich glaube, es hat mittlerweile, es geht auf die 40.000 Views zu. Super viele Leute haben mich darüber gefunden, falls du einer davon bist, moin, herzlich willkommen. Das hat mich auch ein bisschen weggepustet, vor allem, weil ich dann parallel, das habe ich glaube ich hochgeladen, und dann wenige Tage später fand das BBU-Treffen statt. Und währenddessen ging das Video dann so los, ne? Das BBU-Treffen. Wir waren in einem kleinen Örtchen namens Eimen. Mittlerweile kann man das, glaube ich, sagen. Das ist im Weserbergland. Warum zum Henker sind wir in einem random Dorf, wo Real Talk nichts. Also da gibt es nichts. Da ist nichts. Warum? Weil wir aus verschiedenen Orten Deutschlands kamen, ne? Ich bin in Bielefeld, Malte ist in Niedersachsen, Yannick ist in Schleswig-Holstein, Marvin ist in Thüringen, Benny ist noch weiter südlich von mir in Nordrhein-Westfalen. Wir brauchten irgendwie einen Ort, der möglichst zentral von uns liegt, damit wir alle möglichst wenig Strecke zurücklegen können. Und der zentralste Ort von uns wäre gewesen Goslar. Das wäre wirklich genau in der Mitte gewesen praktisch. Aber da haben wir dann ein bisschen rumgeschludert und haben dann da uns nicht drum gekümmert und dann ging das irgendwie nicht. Und dann haben wir irgendwie dieses überaus attraktive Angebot entdeckt, was dann runtergesetzt war in diese Ferienwohnung, wo wir dann waren. Und ja, leider ist dann halt Marvin kurzfristig krank geworden. Das war super traurig. Also das war echt, fand ich super schade. Wir haben ja die ganze Sache in dem Vlog festgehalten, der total chaotisch ist, aber irgendwie halt auch authentisch, weil so ist es halt auch gewesen. Es war verdammt wild, mal die Leute alle zu sehen, außer halt Yannick, ne, weil den hatte ich ja schon gesehen. Aber gerade Benny und Malte, es war so verrückt mit Malte an dieser Tankstelle zu sehen. Und du siehst, ich hatte von Malte davor nur so schemenhafte Bilder. Also bei Benny wusste ich halt, wie er aussieht. Also auch konkret. Ne? Bei Malte wusste ich nur aus so bestimmten Perspektiven. Und dann steht er da einfach rum und du denkst dir, Digga, das ist einfach Malte. Und dann kommt später, Digga, ist einfach Benny, was geht ab? Ja, und das war schon wirklich sehr, sehr cool. Ich habe immer noch ein Videoprojekt offen von diesem Treffen. Es tut mir voll leid, wenn das irgendwann kommt, ist das total outdated. Eigentlich nicht. Wir haben zum Glück, glaube ich, nichts darin gemacht, was irgendwie an eine Zeit gebunden wäre. Wir haben, soll ich mal verraten, was es war? Wir haben eine Quizshow aufgenommen. Malte und Yannick haben sich verschiedene Fragen überlegt, haben Kategorien sich überlegt. Benny und ich sind gegeneinander angetreten. Wir haben das mit verschiedenen Kameraperspektiven aufgezeichnet, mit meinem Handy, mit einer GoPro, mit einer Webcam. Wir hatten noch ein Mikrofon da liegen. Wir haben so ein Set aufgebaut. Und wir haben, glaube ich, anderthalb Stunden aufgenommen mit verschiedenen Perspektiven. Und ich sträube mich, also, was heißt ich sträube mich? Ich habe tatsächlich jetzt bis gerade eben auch wieder vergessen, dass das so ist, bis ich halt hier gelesen habe, BBU-Treffen. Das sollte ursprünglich halt dann auch relativ knapp nach dem Treffen kommen. Aber weil sich der Vlog aus verschiedenen Gründen immer weiter verzögert hat, weil dann da Sachen falsch waren und blibablub, war dann erstmal da auch wieder, brauchte ich eine Pause von so großen Projekten. Ich möchte das super gerne noch machen. Ich kann euch aber nicht sagen, wann das kommt. Falls es kommt, wundert euch nicht, wir haben es halt im Hochsommer aufgenommen. Ne? Also ja, das war sehr, sehr cool. Und am 24.08. habe ich die 1000 Abonnenten erreicht. Und dafür nochmal vielen Dank. Ich glaube aktuell, wir können mal jetzt ganz, ganz live nachgucken. Ich weiß nämlich gar nicht, wo wir jetzt aktuell ganz, ganz live stehen. Aktuell sind es 1831. Und da möchte ich nochmal sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Nicht nur für euer ganzes Feedback und für die Daumen hoch und die Kommentare, vor allem die Kommentare, sondern auch für das Verständnis, was mir entgegengebracht wird, wenn ich zum Beispiel in einem Community-Beitrag sage, yo, sorry, irgendwas verspätet sich oder ich brauche, mach mal hier, mich mach mal so. Das ist super und das weiß ich wirklich zu schätzen. YouTube ist dadurch
deutlich interessanter geworden, auch weil es in den Livestreams mehr los ist. Man hat immer Leute da, mit denen man quatschen kann. Weil wir wissen, über Jahre hinweg war die Community halt relativ gleichbleibend. Nicht, dass mich das gestört hat, um Gottes Willen, aber es ist halt trotzdem sehr cool, mittlerweile auch andere Gesichter zu haben, andere Namen zu lesen, andere Leute mal kennenzulernen und dann darüber verschiedene Sachen zu sprechen. Auch wenn wir häufigst über Star Wars sprechen. Das müssen wir im neuen Jahr ein bisschen beschränken, aber es kommt so viel Zeug raus. Ah! Müssen wir echt mal ein paar mehr Star Wars Streams machen, ne? Aber ja, vielen, vielen Dank für euren Support. Wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe sogar dieses Jahr zum ersten Mal eine YouTube-Auszahlung bekommen. Komm, scheiß drauf. Ich sag euch jetzt mal, was ich dieses Jahr mit YouTube verdient habe. Das klappt aber irgendwie nicht. Irgendwie buggt das rum. Ach, ich bin nicht im falschen Menü. Entschuldigung. Dieses Jahr habe ich mit YouTube verdient 182,62 Euro. Also, das ist nicht alles ausgezahlt, glaube ich. Da fehlt noch ein bisschen was. Aber allein das Lego Star Wars Video hat mir 50 Euro gegeben. Und ganz ehrlich, dafür, dass ich das nebenbei mache, ist das echt ganz nett. Ne? Kann man machen. 182,62 Euro. Das ist schon eine Stange Geld. Das sind halt 3 Vollpreis-Nintendo-Spiele. Oder eine halbe Switch OLED. Mehr als eine halbe Switch OLED. Ja, schon nett. Also vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch an die Kanalmitglieder, auch an Leute, die in meinem Stream spenden oder was auch immer. Ne? Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch ist klar, dass ich das nicht als Selbstverständlichkeit ansehe, sondern dass mich das sehr freut und dass mich das glücklich macht, wenn euch auch die Videos gefallen. Und wenn ihr auch Verständnis dafür habt, dass ich manchmal ein bisschen schluderig bin und nicht so viel kommt. Ich mag das selber ja nicht. Ich mag das selber ja am allerwenigsten. Ja, im September habe ich mir nur aufgeschrieben, dass dann das Semester langsam an den Start ging, das Wintersemester. Und da muss ich halt sagen, ich hatte auf dieses Wintersemester keinen Bock. Null. Nach dem hervorragenden, fantastischen, grandiosen Sommersemester mit tollem Wetter, klasse Events, fantastischen Dingen, hatte ich keinen Bock auf den. Also wirklich. Ich habe meinen Stundenplan angeguckt und mir gedacht, ach du Scheiße. Das wird ja so nervig. Und es wurde nervig, wenn auch nicht so nervig. Denn es ereignete sich noch ein Plot-Twist. Ich weiß nicht, ob ich das... Soll ich das erzählen? Jetzt habe ich schon angeteasert. Nee, ist vielleicht nicht so gut. Sagen wir es mal so. Ich habe seit Oktober auch einen neuen Job. Genau. Der dann ein bisschen... mir noch was zu tun gegeben hat, für meine Freistunden und so. Ich habe mir den aufgeschrieben noch im September, der das Andor gestartet ist. Andor, ich wiederhole es gerne an dieser Stelle nochmal, die meiner Meinung nach beste Star Wars Serie, die wir bisher hatten. Das schließt The Clone Wars mit ein. Die Serie ist natürlich aus Nostalgie und Emotionalgründen immer noch mein Nummer 1, das ist halt einfach so. Aber mein Gott, ist Andor gut. Alter Finne, war das gut. Ich glaube, über die Feiertage werde ich mir die Serie nochmal angucken, von vorne bis hinten. Wirklich so eine Überraschung, dass ausgerechnet diese Serie so gut war. Fantastisch, fand ich grandios. Ich freue mich riesig auf Staffel 2. Hervorragend. Und ich glaube auch, selbst wenn ihr mit Star Wars eigentlich nichts anfangen könnt, guckt euch mal Andor an. Weil ohne Spaß, ich habe das schon mal erzählt, Andor erzählt einfach eine geile Story mit gut geschriebenen Charakteren, in einer spannenden Plotline, die einfach nur zufällig im Star Wars-Universum ist. Und klar profitiert man davon, wenn man zum Beispiel weiß, was das Imperium ist, aber es wird halt auch so erklärt, dass man das nicht wissen muss. Ihr müsst theoretisch drumherum nichts von Star Wars kennen, weil die Story halt so eigenständig ist. Es geht praktisch ausschließlich um Figuren, die gar keine Verbindung haben zum Rest der Saga. Oder nur ganz minimale Verbindung oder halt wie auch immer. Ne? Also wirklich, wenn ihr denkt, ich wollte mal, ja, Star Wars, keine Ahnung, die Filme, Andor, ernsthaft mal. Probiert es mal aus. Die ersten 2 Folgen sind ein bisschen slow, ab der dritten wird es besser. Ich kann mir vorstellen, wenn es eine Star Wars Serie gibt, die auch nicht Fans gefällt, dann Andor. Ja. Und jemand wie mich, der zum Beispiel auch so lange Dialogszenen total gerne mag, auch in Game of Thrones oder House of the Dragon, was im August startete, ne? Fantastisch übrigens. House of the Dragon war super.
Für jemanden wie mich, der sowas mag, Andor hat auch toll die besten Dialoge jemals in Star Wars, das beste Schauspiel jemals in Star Wars. Echt, also ich war hin und weg, das war die 11 Wochen, die es lief, ein wöchentliches Highlight. Es war wirklich fantastisch. Ich freue mich sehr auf Staffel 2. Oktober, mein erster Stichpunkt hier lautet Semesterstart des unmotiviertesten Semesters ever. Ja, ich hatte einfach gar keinen Bock. Ich hatte wirklich überhaupt keinen Bock. Ihr müsst wissen, mein Stundenplan war so hässlich. Dienstag zum Beispiel habe ich einen Kurs von 10 bis 12. Dann habe ich 4 Stunden, in denen ich einfach rumsitze und frei habe. Und dann habe ich nochmal einen Kurs von 16 bis 18 Uhr, ganz krätzig. Mittwoch ist es ähnlich, da habe ich von 10 bis 12 einen Kurs. Dann habe ich 2 Stunden frei. Dann habe ich von 14 bis 16 Uhr einen Kurs. Dann habe ich 2 Stunden frei. Und dann nochmal von 18 bis 20 Uhr nochmal einen Kurs. Blablabla. Ganz unangenehm. Und ja, es war am Ende, das Semester ist jetzt nicht so schlimm, wie ich anfangs dachte. Na, unter anderem aufgrund des Plot-Twists und auch aufgrund der sozialen Komponente. Es ist halt ganz lustig, wenn man sich gemeinsam über Dinge beschweren kann, sich darüber ein bisschen auskotzen kann, dann wird das gleich auch schon angenehmer. Ja, nicht angenehmer, aushaltbarer wird es zumindest. Na, also es ist okay. An der Uni war absolutes Chaos in diesem Moment, in diesem Oktober. Es gab, ihr habt das vielleicht mitbekommen, vielleicht auch nicht. Ich muss kurze Story. In jedem Semester gibt es ja Einführungsveranstaltungen für neue Studentinnen und Studenten. Und da veranstalten die verschiedenen Fachschaften oder halt auch einfach die Fächer, also machen wir mal simpel, Fächer. Veranstalten Einführungsveranstaltungen oder so, erst die Wochen heißt das dann. Zum Beispiel, was weiß ich, die Leute, die in Geschichte gibt es dann sowas und in Bio und so, unter anderem auch in den Wirtschaftswissenschaften in Vivi. Und die Vivis haben sich einen maximalen Fauxpas erlaubt, einen Skandal, der sie überregional sogar bis in die Bild-Zeitung gebracht hat, wenn ich jetzt nicht gerade total bekloppt bin. Die waren auf jeden Fall beim WDR und so weiter und so fort. Was ist passiert? In der ersten Woche der WIWI, der Wirtschaftswissenschaften, wurde traditionell eine Kneipentour veranstaltet und da gab es einen Aufgabenzettel. Da wurden nämlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Gruppen unterteilt und dann sollten die Gruppen Punkte sammeln, um, ich weiß gar nicht wofür. Auf jeden Fall, um die Punkte zu sammeln, musste man Aufgaben erledigen und da waren so ein paar Sachen drin wie ja, singe laut irgendein dummes Lied oder so, aber halt auch Aufforderungen zu sexueller Belästigung, wie zum Beispiel das Begrapschen bestimmter Körperteile oder das Drängen nach der Herausgabe einer Telefonnummer von einer Kellnerin. Das ist dann herausgekommen über das Uniradio. Es gibt an der Uni ein eigenes Radio. Darüber ist das rausgekommen und dann auch an den WDR herangetragen worden. Ist das tatsächlich deutschlandweit in den Medien gewesen. Das war ein Riesending natürlich, weil auf einmal es hieß, oha, an der Uni Bielefeld, da gibt es sexuelle Belästigung und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt. An dieser Uni arbeiten mehrere tausend Menschen. Es ist durchaus möglich, dass das passiert ist. Aber natürlich war es in dem Moment jetzt halt Quatsch, weil da natürlich ein schlechtes Licht auf die gesamte Uni geworfen wurde, obwohl halt ein paar Idioten in der Vivi-Fachschaft da sich nicht kontrollieren konnten oder was. Und dann das Problem war halt auch, dass dann natürlich die Entschuldigung, die kam, auch Quatsch war. Ne? Es hieß dann halt, ja, die Kneipentour ist eine Tradition. Dieser Aufgabenzettel, den gibt es schon seit vielen Semestern. Wird es natürlich erstmal auch nicht besser machen. Ne? Überspitzt gesagt, wenn ich schon 5 Menschen getötet habe und ich töte noch einen sechsten, macht das den sechsten Mord auch nicht besser, dass ich vorher 5 getötet habe. Aber das Problem an der Erklärung war, sie war halt komplett bums, weil auf dem Aufgabenzettel unter anderem auch drauf stand, singt gemeinsam das Lied Laila. Und das war dieses Jahr so ein Riesenaufreger. Es ist halt auf jeden Fall dieses Jahr neu gewesen. Das heißt, es kann kein 10 Jahre alter Zettel sein. Der wurde nochmal überarbeitet und trotzdem so rausgegeben, obwohl da auch diese sexuelle Belästigung mit drauf stand und ermutigt wurde. Das hat dann in dieser ganzen Fachschaft unglaublich, also da sind Morddrohungen eingegangen von außen, unglaublich viel Medienecho und so weiter. Diese Fachschaft, das war auch dann ein bisschen übertrieben. Die haben unglaublichen Scheiß gebaut, ohne Frage. Aber erstmal, glaube ich, haben nicht alle Scheiß gebaut und zum anderen Morddrohungen. Was los, Alter, was los? Und das war, dann gab es wohl noch in manchen Erstigruppen Aufruf zu Gewalt gegen eine Person. Also Kram ist da passiert, so ganz merkwürdig. Und währenddessen kündigte die Uni Energiesparmaßnahmen an, dass man halt die Heizung drosseln würde,
bestimmte Teile des Gebäudes nicht mehr beheizt werden würden, um halt Energie zu sparen, wegen der Energiekrise, die eventuell droht. Bro. Ja, also das ist schon ein bisschen wild. Das ist schon sehr, sehr wild gewesen. Außerdem musste ich im Oktober meine Schulen wählen für mein Praxissemester. Letztes Jahr im Silvestertalk habe ich euch ja erzählt, dass ich Lehramt studiere und da steht ab Februar ein Praktikum an. Die ganze bis zu den Sommerferien dann bin ich an einer Schule, ich weiß jetzt auch an welcher, das erzähle ich euch natürlich nicht. Und dann musste ich die Schulen wählen und mich auch dann mit der Anmeldung beschäftigen, das war auch ein bisschen chaotisch. Ich bin sehr gespannt auf dieses Praxissemester, ich glaube es wird sehr interessant, auch sehr chaotisch. Bin mal gespannt, was ich euch nächstes Jahr dann um diese Zeit hier erzählen kann dazu. Ich glaube, das wird sehr, sehr wild. Im Oktober endete außerdem Twilight Princess HD. Das ging im März los, also ja, mal eben 7 Monate, ciao. Wie gesagt, fantastisches Spiel. Jetzt wird es ein bisschen dünn, wir haben noch wenige Stichpunkte, sind auch schon wieder bei einer Stunde. Im November habe ich mir erstmal gar nichts aufgeschrieben. Da war eine coole Geburtstagsfeier, die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und leider, die Woche danach, hatte ich plötzlich Corona. Tja, nach 2,5 Jahren hat es mich dann im November auch erwischt. Ich glaube, am 19. habe ich die Symptome bekommen. Und das war, glaube ich, ein Samstag. Ich weiß noch, ich bin aufgewacht und es war 14 Uhr. Und ich dachte mir, was zur Hölle? Warum habe ich bis 14 Uhr geschlafen? Ich habe gemerkt, boah, weil ich müde bin und kaputt bin. Was ist das denn? Ich bin um 14 Uhr aufgewacht, hatte ultra Kopfschmerzen. Mir war richtig komisch. Ich saß auf dem Sofa rum. Ich hatte so Schüttelfrost. Ich habe wirklich so gezittert. Mir war ganz merkwürdig. Mir taten die Knie und die Arme weh. Und ich dachte, okay, jetzt das muss Corona sein. Das ist ja nicht anders möglich. Ich bin um 14 Uhr aufgewacht, um 20 Uhr schlafen gegangen, habe am nächsten Tag nochmal bis 10 Uhr, also wirklich mal, ich habe dann nochmal 14 Stunden nochmal geschlafen, habe dann einen Corona-Test gemacht, der war positiv, PCR-Test auch positiv, Bums, Isolation, nice, eigentlich überhaupt nicht. War ausgerechnet die Woche, in der dann Andor zu Ende ging, das Finale. Ja, war ein bisschen doof, ne? Aber jetzt hatte ich auch Corona. Tja, und wie war das? Nicht geil. Ich muss sagen, wie gesagt, Samstagabend Symptome. Sonntag war auch noch ein bisschen blöd. Montag war es schon besser. Dienstag war es auch besser. Mittwoch hätte ich rein von meinem, also von meiner Fitness wieder in die Uni gehen können. Ich war aber halt noch positiv und ich war halt auch noch krank. Aber im Sinne von, ich lag nicht mehr so irgendwie rum. Das war schon in Ordnung. Ich glaube, ich habe erst Montagabend wieder was gezockt. Das ist immer das Symbol, dass für mich irgendwann, also dass irgendwas kaputt ist, dass ich, wenn ich nicht mal mehr zocke, da bin ich wirklich schon sehr kaputt und sehr, sehr müde, muss ich sagen. Ja, aber ich hatte Corona, ich kann das nicht empfehlen. Was ich mich halt gefragt habe, ist, ich habe über das ganze Jahr immer so überlegt, hole ich mir jetzt die vierte Impfung und so weiter und so fort. Es gibt ja keine offizielle Empfehlung und naja. Die Frage wäre gewesen, was wäre gewesen, wenn ich mir die geholt hätte? Also kann man ja nie wissen, hätte Fahrradkette, ne? Aber wäre Corona weniger schlimm gewesen? Es war bei mir jetzt immer noch, würde ich sagen, ein milder Verlauf. Aber wäre es milderer gewesen? Und hat die Impfung, die ich letztes Jahr im Dezember bekommen habe, noch irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Tja, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich muss auch da nochmal einen Shoutout geben an meine Uni-Freunde, die mich in der Zeit unterstützt haben, weil ich durfte ja zum Beispiel dann auch nicht in den Supermarkt gehen oder so oder zur Apotheke. Und ich brauchte irgendwie Nasenspray und Toastbrot und haben sie mir alles vorbeigebracht. Super lieb. Das war echt sehr nett. Ich hoffe, ich muss das nie wieder in Anspruch nehmen und ich hoffe auch, niemand muss jemals meine Hilfe in Anspruch nehmen. Also nicht, dass ich die Hilfe nicht geben würde, aber im Sinne von, ich hoffe, niemand kriegt Corona. Oder nochmal. Ja, und wir haben im November angefangen, Yoshi's Woolly World zu spielen, nachdem ich das ewig machen wollte. Und dann war ich halt krank und blub. Und das bringt uns dann auch in den Dezember. Und da habe ich nur einen Punkt aufgeschrieben, nämlich Stress und keine Weihnachtsstimmung. Ja, ich weiß auch nicht, Freunde. Irgendwie die letzten Tage und Wochen waren jetzt nochmal besonders, um es mit meinem Wort des Jahres zu sagen, Amogus. Die letzten Wochen waren Amogus. So Amogus, wie es sein kann. Ich bin nicht in Weihnachtsstimmung. Wir haben den 22.12., 23.15 Uhr, also basically ist morgen Weihnachten, wenn man so will, Heiligabend, also ne. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, ich habe meine Weihnachtsmarkt-Tassen hier,
Komm her. Ich sammle diese Tassen. Die gibt es immer auf dem Weihnachtsmarkt. Die sammle ich, da war ich da. Ich bin nicht in gar nicht in Stimmung. Null. Null. Wenn jetzt plötzlich Olaf Scholz kommt und sagt, sorry Leute, Weihnachten fällt aus, dann sage ich, okay. Lugt. Also ich bin wirklich, letztes Jahr war ich nicht in Weihnachtsstimmung, dieses Jahr ist das noch schlimmer. Es ist wirklich komplett kaputt. Und das liegt unter anderem noch an der letzten großen Story dieses Jahr, wahrscheinlich. Und das hat was mit DPD und Paketen zu tun. Das möchte ich kurz anreißen. Noch einmal kurz. Ich habe es mal im Stream angesprochen, deswegen mache ich die Kurzfassung. Ich hatte bei Lego etwas bestellt, ein Geschenk von meinem Vater. Das Geschenk wurde mit DPD versendet. DPD hat keinen guten Ruf und auch bei mir persönlich nicht. Die haben damals, glaube ich, meine Switch zugestellt. Das haben sie hingekriegt, aber ich war damals sehr nervös. Nun, ich habe das irgendwann bestellt und dann hieß es auch so, ja, Lieferzeit, blub. Und dann habe ich am Donnerstag, glaube ich, eine Meldung bekommen, ja, ihr Lego-Paket kommt in den nächsten 1 bis 2 Tagen. Ich denke mir so, okay, entspanntamente. Und dann hieß es, ja, ihr Lego-Paket kommt morgen am Freitag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr oder 14.30 Uhr und 15.30 Uhr, irgendwie so, ist auch egal. Ich dachte mir, oh, perfekt, da bin ich ja sogar zu Hause, hervorragend. Dann bin ich aber spontan noch mit meinen Freunden in die Stadt gefahren und habe gedacht, na gut, gebe ich denen halt so ein Abstell-Okay, so eine Abstellgenehmigung. Halt gesagt, habe ich denen geschrieben, dann kann man da so ein Formular reinschreiben, ja, dass sie es bitte ins Treppenhaus stellen können, weil die Haustür, da kannst du halt reingehen, die ist nicht abgeschlossen, kannst du da reinstellen. Dachte mir, das passt, ich dachte mir, ich vertraue denen mal. Habe dann auch wenige Stunden später eine Mail bekommen von wegen, ja, wir haben es abgestellt. Ich denke mir, GG. Gehe quietschfidel nach Hause. Habe mir noch ein Gamecube gekauft auch. Ich glaube auch im Dezember. Habe dann noch, da war endlich der Adapter da, mit dem ich das Ding anschließen konnte. Habe mich voll gefreut und ich komme so in mein Treppenhaus und ich denke so, hier ist kein Paket. Ist irgendwie nicht da. Ist irgendwie weg. Und dann guckt man natürlich erstmal, man sucht durch jeden Flur, man sucht im Keller, in der Tiefgarage, auf jedem Stockwerk, überall. Und man findet kein Paket. Und dachte ich mir, hat vielleicht jemand aus Versehen mitgenommen. Schreiben wir nochmal einen Zettel. Habe ich geschrieben, irgendwas mit, ja, liebe Mitmieter oder was, ne? Falls jemand aus Versehen mein Paket mitgenommen hat. Ich bin in der Wohnung so und so und ich heiße so und so, ne? Dann habe ich es unten an die Pinnwand gehangen. Warum habe ich vermutet, dass jemand das Paket mitgenommen hat? Weil das schon mal passiert ist. Da habe ich irgendwas bestellt. Ich glaube, das war sogar auch von BTPD. Da habe ich Plissés hier, diese Dinger für die Fenster, die du so hochziehen kannst, bestellt. Und die wurden auch im Treppenhaus abgestellt. Ich kam nach Hause und die waren weg. Und ich dachte mir, was zur Hölle? Und dann hatte halt eine Nachbarin die mitgenommen, weil sie auch Plissés bestellt hatte, die in der gleichen, also in der, sie hatte auch irgendwie 4 Stück bestellt. Die kamen in 2 Paketen. Ne? Sie dachte, die kommen in 4. Und ich hatte halt auch 2 Pakete. Also dachte sie, oh, da stehen 4 Pakete, die identisch aussehen. Und da stehen meine Namen noch. Nehme ich die mal mit. Und erst durch meinen Zettel hat sie festgestellt, wait. Und hat mir es dann gebracht und meinte so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich dachte mir, es kann ja passieren. Wenn da drauf steht Lego und vielleicht stehen die Pakete aufeinander. Jemand hat auch bei Lego bestellt, vielleicht sogar 2 Sachen, denkt sich, ja, oh, das sind meine beiden Pakete, nehmt die mit und denkt nicht drüber nach. Kann ja sein. Ich habe also Zettel da hingehangen, Freitagabend. Samstag bringe ich meinen Müll raus und ich sehe, der Zettel ist weg. Ich denke mir so, hä? Sass an der Pinnwand? Einfach weg, liegt auch nirgendwo, ist weg. Komisch, hat den wer abgenommen? Schreibe ich einen zweiten Zettel. Hing ihn dahin. Hab natürlich parallel Kontakt aufgenommen zu DPD. Hab geschrieben, ich glaube, mit Marvin drüber gesprochen. Und dann hat DPD das halt gesehen. Die haben wahrscheinlich so einen Algorithmus, der denen immer die Tweets reinspült, wo Leute die erwähnen. Hat Amazon zum Beispiel, glaube ich, auch. Dann hat mir der DPD geschrieben, ja, schick mir bitte mal die Post, die Paketnummer und deine Postleitzahl per DM. Habe ich gemacht und dann hat gesagt, ja, ich leite eine Untersuchung ein. Und dann wurde es halt sass, weil eigentlich sind die Bestimmungen so, dass man, wenn man ein Abstell-Okay gibt, dann erlischt jede Garantie. Wenn die das abstellen und der Paketbote sagt, ich habe es abgestellt und das Paket ist weg, dann bist du als Empfänger gearscht. Weil du hast den Abstell-Okay gegeben, die Versicherung erlischt. Wenn die das unterwegs verlieren oder wenn es kaputt geht, ist es
ist es on them, ja. Aber wenn die es hinstellen und sagen, wir haben es hingestellt und dann kommt es weg, dann ist es nicht deren Problem. Dann ist es nicht DPDs Problem. An sich, ich verstehe die Regel auch total. Ne? Das beugt ja auch Betrug vor. Aber das fand ich halt komisch, weil ich halt dachte, ja geil, mein Paket ist verschwunden. Und trotzdem hat mir der Support-Dude halt geschrieben, dass er eine Untersuchung da einleitet, wo ich mir dachte, aber du kannst doch eigentlich direkt mit meiner Nummer sehen, dass das zugestellt wurde. Na gut. Hat auch gesagt, ja, melden Sie sich bitte noch auch bei Lego. Habe ich dann auch gemacht, habe denen geschrieben, so, yo, DPD hat gesagt, ich soll mich bei euch melden. Das ist meine Bestellnummer. LG, bis dann. Das war dann am Montag. Habe dann zwischendurch nochmal bei DPD nachgefragt. Ich sage, ja, wir untersuchen noch. Dann habe ich zwischendurch gesehen, mein Zettel, den ich Samstag hingehängt hatte, nochmal, war dann auch abgenommen worden von irgendwem. Der war wieder weg. Und an der Pinnwand hängen ständig Sachen. Das ist das Ding. Die ist dafür da. Genau für sowas. Das ist ja eine Pinnwand. Unten, wie so ein schwarzes Brett im Hauseingang. Das ist dafür da. Und jemand hat es einfach. Also, das muss. Beim ersten Mal mag es runtergefallen sein. Der Wind hat es weggeweht. Okay. Hat die Magneten weggeweht. Beim zweiten Mal habe ich es noch mit einem Tesafilmstreifen festgeklebt, damit das nicht passiert. Es war trotzdem weg. Also, irgendwer hat das mutwillig weggemacht. Diese beiden Zettel. Bin ich mir 100% sicher. Warum? Weiß ich nicht. Aber die Vermutung war natürlich, jemand hat das Paket geklaut. Da steht drauf: von Lego. Dann nimmst du halt mit, ne? Ist ja logisch, wenn du weißt, was drin ist. Perfekt. Und ich dachte mir, ja, das Paket ist gone. Und ich habe schon überlegt, scheiße, weil das war halt ein Weihnachtsgeschenk von meinem Vater. Und so voll das perfekte Geschenk. Ich war mega mad. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich halt gar keinen Bock auf Weihnachten habe. Deswegen komme ich da drauf. Und ja, DPD meinte, ja, nee, wir untersuchen noch, lieber blub. Und plötzlich bekomme ich Mittwoch eine E-Mail von Lego. Ja, hallo, es tut uns sehr leid, dass unsere Lieferung nicht angekommen ist. Wir schicken die Ware nochmal. Kostenlos. Und als kleines weihnachtliches Geschenk schenke ich Ihnen den Expressversand. Der kostet bei Lego 18 Euro. Und ich habe gedacht, what? Also wie nice ist das denn? Die bei Lego, die wissen gar nicht, ob mein Paket weg ist. Laut DPD wurde es zugestellt. Das können die mit Sicherheit auch nachgucken. Ich sag, mein Paket ist nicht gekommen. Die glauben das. Was ja auch stimmt, ich hab's ja wirklich nicht. Schicken mir das nochmal kostenlos zu, mit kostenlosen Expressversand, damit es noch vor Weihnachten ankommt. Ganz ehrlich, ich hatte nie in den letzten Jahren die höchste Meinung von Lego. Da ist in großen Teilen der Held der Steine dran beteiligt, aber halt auch einfach die minderwertige Qualität mancher Produkte. Aber das hat wirklich mein Bild von dieser Firma massiv aufgebessert. Also Props an den Lego-Kundenservice, das war hervorragend. Vielen, vielen, vielen Dank. Hab mich auch nochmal bedankt an dort. Fand ich wirklich klasse. Und das Paket soll jetzt morgen, also am 23. bei mir ankommen. Ich hoffe, das tut es, denn sonst sind erstmal Feiertage. Und dann kommt es halt obviously erstmal nicht an, ne? Ist klar. Ich hoffe, es kommt morgen an. Ich muss halt morgen noch so lange hier warten in der Wohnung. Ich wollte eigentlich morgen halt nach Hause fahren für die Feiertage. Ich muss halt so lange hier warten, bis das Paket da ist. Und ich sag euch, wenn das Paket nicht kommt morgen, dann wäre ich ja mad. Dann wäre ich mad. Also, Paketverfolgung sagt, es kommt entweder am 23. oder am 27. halt nach dem Feiertag. Ja, wenn ihr das Video hier seht, dann ist das Paket auf jeden Fall da. Weil das kommt ja hier am 31. online. Aber das ist jetzt die letzte große Sache dieses Jahr gewesen. Nochmal schön ein bisschen Stress. Und also, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder jemand in diesem Haus hat tatsächlich mein Paket geklaut, dann auch die Zettel abgenommen, damit die Aufmerksamkeit nicht drauf kommt. Oder das Paket war nie da. Ich habe auch gehört, dass manchmal bei DPD einfach steht, es wurde zugestellt, aber es wurde gar nicht zugestellt. Then again, warum würde jemand diese Zettel entfernen? Das ist halt ultra sus. Und ich hoffe, es kommt morgen. Ich werde morgen dieses Haus nicht verlassen. Ich werde an der Klingel campen und wenn es klingelt, sofort sagen, hallo, ich komme runter. Und dann passt das hoffentlich. Wenn nicht, dann wäre ja wahnsinnig. Und mal gucken, vielleicht taucht in 2 Wochen einfach random das andere Paket auch noch auf. Ich hatte euch auf dem Laufenden. Und das bringt uns dann zum Ende des Jahres. Und ja, das letzte Drittel des Jahres war ein bisschen Amogus, ne, wie gesagt. Aber sonst war das für mich persönlich ein sehr, sehr gutes Jahr. Man muss ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre geht es halt kontinuierlich wieder bergauf, ne, muss man ehrlich sagen. Wie gesagt, für die Welt ein furchtbares Jahr.
ohne jede Frage. Und an alle, die irgendwie leiden unter der aktuellen Situation. Ich meine, ich zahle auch mehr für Lebensmittel und so, mich lässt das auch nicht kalt, ne? Aber ganz egoistisch gesprochen war das ja für mich sehr gut, mit sehr vielen schönen Momenten, auch ein paar, die blöd waren, ist ja immer so, ne? Braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich habe es insgesamt sehr genossen und ich freue mich auf nächstes Jahr, vielleicht Prognosen anzustellen. Finde ich jetzt sehr, sehr schwer. Traue ich mich nicht. Traue ich mich nicht. Hat dieses Jahr auch nicht geklappt. Von daher, ich könnte jetzt auch sagen, ja, mal gucken, ob Corona dann vorbei ist. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. In einem Jahr sitze ich, wenn alles nach Plan läuft, an meiner fucking Masterarbeit. Da werde ich meine, also überlegt euch mal, ich werde an meiner Masterarbeit schreiben. Das ist surreal und das möchte ich gar nicht. Aber, wir gucken mal. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr ein bisschen häufiger Videos mache. Ich kann es auf gar keinen Fall versprechen. Gerade mit dem Praxissemester. Hui! Schau mal. Und habe ich irgendwelche Vorsätze? Eigentlich nicht. Die Sachen, die ich dieses Jahr gut gemacht habe, möchte ich gerne weiter gut machen. Und die Sachen, die dieses Jahr nicht so gut waren, die möchte ich verbessern. Klassiker. Was möchte ich noch machen? Mehr auf meinem Keyboard spielen. Ich habe ein bisschen angefangen, wieder Keyboard zu spielen. Das hat Spaß gemacht. Und ich freue mich riesig auf die Spiele. Jedi Survivor, Zelda, Spider-Man 2. Es wird ein Fest. Und ich hoffe, dass auch das Jahr für euch gut wird. Dass es ein Jahr wird, in dem vielleicht wieder Frieden einkehrt. Zumindest in Europa. Alles andere ist halt dann auch zu naiv. Wir können nur aufs Beste hoffen und ja, schauen wir mal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Na, ich wünsche euch den besten Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, dass ihr gut durch 2022 gekommen seid und falls nicht, dann wünsche ich euch viel Kraft fürs neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen oder Zuhören. Danke nochmal für den ganzen Support dieses Jahr. Und ja, somit schließe ich mein gutes Jahr 2022 ab. Ja doch, so ein bisschen Bock habe ich schon aufs neue Jahr. Ist doch immer ganz cool. Und ich freue mich jetzt auch, zumindest wenn das Paket morgen kommt, freue ich mich auch ein bisschen auf die Weihnachtszeit. Freunde, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.